So, ich bin in Hannover angekommen und guck mal, ich habe mich hier mit meinem Bruder getroffen. Moin. Wir fahren jetzt nach Nordhausen. So, wir sind in Nordhausen angekommen und hier, wir haben Arschloch getroffen. Hier ist Arschloch. Wir werden heute bei Ihnen pennen und deswegen werden wir heute nur bei Ihnen pennen und erst morgen Tour machen. Du bist ein richtiger Mistkäfer. Meine beschissenen Finger, die haben dann irgendwann so wehgetan auch. Aber besonders auch der von Arschloch, weil Arschloch hatte auch noch einen Gips aufgehabt. Der hatte sich so eine Mitte. Wir schauen uns gerade den Livestream von Ramses der Dicke an. Auf jeden Fall größten Respekt, dass der das durchgezogen hat mit gebrochener Hand. Ich schaue mir das auch ganz große mit Arschloch an. Wir müssen unbedingt mal wieder eine Vollfettwanderung machen. Das machen wir auf jeden Fall. Das muss irgendwann wieder passieren. Das wird wieder Zeit. Und hier, wir fressen gerade Pizza. Bis nach Hause komme. Hat Arschloch warm gemacht im Backofen. Das hat er richtig geil gemacht. Oh mein Gott, man kann hier so nicht teilen. Man ist wach. Die Kalkablagerung und Co. sind losgelaufen. Es ist dunkler geworden, deswegen ist es dunkler. Und wir gelaufen jetzt nach Richtung Dalag. Oder vielleicht nach Richtung Dalag, ich weiß auch nicht. Mein Bruder hat die Koordinaten dahin. Der führt uns dahin, zu dieser komischen Talsperre oder wie das heißt. Kein GPS-Signal. Es muss drauf sein. Kein GPS-Signal, weil wir laufen durch so einen Waldweg durch. Und scheiße, langsam kommen Regentropfen. Das nervt uns. Das wird gleich so richtig scheiße sein, falls es gleich so richtig regnen sollte. Dass das irgendwie auf unsere Köpfen drauf landet, dieses Nass. Wir hören uns schon wieder diese Musik an, die ich mal selber gemacht habe. Mein Bruder ist schlecht angezogen heute, sodass ihm ein bisschen kalt ist und so wegen schlechtem Wetter, weil es regnet die ganze Zeit und so weiter. Und dieser ganze kalte Wind und sowas. Also mir ist jetzt nicht kalt, aber mein Bruder ist ein bisschen kälter. Und deswegen haben wir jetzt uns nach der Schutzhütte gesucht. Und ich habe gerade eingegeben, weil ich habe erst jetzt wieder Internet. Weil davor, die ganzen letzten Kilometer, da gab es gar keinen Empfang. Aber jetzt habe ich wieder Internet. Und ich habe gerade Schutzhütte-Koordinaten eingegeben. Die nächste Schutzhütte ist 3 Minuten von hier entfernt. Irgendwie 240 Meter. Und genau da laufen wir jetzt hin. Oh scheiße, wir sind gerade zu dieser Schutzhütte hingegangen. Die war auch nicht bestätigt gewesen, aber wir sind da hingegangen und da war keine Schutzhütte und auch kein Unterstand, sondern da war nur eine einsame Bank vorhanden gewesen. Und jetzt habe ich kein Internet plötzlich. Jetzt kann ich das nicht mal anzeigen, dass das keine Schutzhütte ist, sondern ein Fehleintrag. Und genau, und deswegen laufen wir jetzt weiter, damit ich dann irgendwann dann gleich Internet habe, damit wir die nächste Schutzhütte irgendwann navigieren können. Guck mal Leute, ich bin so richtig überblendet. Und wisst ihr, warum ich dieses Licht gemacht habe? Weil guck mal hier, wir haben hier diese Schutzhütte hier gefunden. Das war dieses Mal kein Fehleintrag gewesen. Die sollen fast so weich werden wie mein Kopf. Ich war aber mal weicher im Kopf gewesen als heutzutage. Nee, die müssen auf jeden Fall weicher sein als mein Kopf von heutzutage. Aber die dürfen gerne härter bleiben wie mein Kopf von vor ein paar Jahren. Wo ich noch so ein richtiger Weichkopf war. So, mein Bruder pennt hier auf dieser Bank und er hat keine Isomatte dabei. Das heißt, das wird für ihn so richtig beschissen und scheiße und hart und hier. Eine harte Nacht, wortwörtlich so. Ja. Und guck mal, ich schlafe hier auf diesem versifften Boden.
da wo diese ganzen Sachen hier rumliegen, weil diese Bank hier vorne, die ist schräg, die ist richtig beschissen zum Schlafen. Und guck mal hier, hier sind ganz viele Spinnennetze, hier überall. Und hier vorne, da drinnen in diesem Loch, da ist da ist eine richtige Vollfettspinne drin, die hat sich so ein bisschen angekrochen. Aber da sieht man vielleicht so ein bisschen die Beine. Und prüfen, ob diese Vollfettspinne, die dann später rauskommt, in unseren Mund reinkrabbelt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Vielleicht kann der so ein bisschen so ein paar Baktusse und Kariesse ja, von den Zähnen heraus lecken. Müssen wir nicht Zähne putzen morgen früh? Ja, das wär richtig geil, wenn die das macht. Ja, Spinnen sind Nutztiere. So, wir legen uns jetzt gerade vor diesen ganzen Vollfettspinnen hier nieder. Genau deswegen liegen wir jetzt gerade hier. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Wir sind wach. Und diese ganzen Spinnen, die hier herumkrabbeln, die sind nicht in unsere Nasen und sowas reingekrabbelt. Und in unsere Ohren und so. Das haben sie irgendwie nicht gemacht. Das ist diese Nacht schon wieder nicht passiert. Und diese Vollfettspinne, die da drin war in diesem Loch, die ist weg von dort. Keine Ahnung, wo die rumläuft. Oder vielleicht ist sie heimlich in unseren Mund irgendwie reingeklettert. Und wie heißt das Ding? Legt dann diese ganzen Eier in unseren Magen drin. Damit dann irgendwann ganz viele kleine Spinnen aus unseren aus unserer Öffnung raus geklettert kommt, plötzlich. Guck mal, langsam kommen Blasen. Der Koffein ist fertig. Oh Scheiße, mein Spiritus ist komplett alle. Das ist genauso leer wie mein Kopf. Und guck mal, ich bin jetzt gerade dabei, Nudeln zu kochen mit den allerletzten Rest Spiritus, was da drin, was ich hier reingepackt habe. Und wir hoffen, dass das für diese Nudeln ausreicht. Aber ich bin guter Dinge, dass das genau der letzte Tropfen gerade so ausreicht. Das schmeckt gut. Das hat gerade so der letzte Tropf Spiritus hat genau ausgereicht für die Nudeln und den Kaffee. Das ist sehr gut. Da ist die Pfütze drin. Guckt euch mal diesen ganzen matschigen Weg hier vorne an. Mit diesen ganzen Flüssigkeiten und sowas. Der wird mich gleich so richtig nerven. Beziehungsweise nervt mich schon so richtig. Das ist voll scheiße damit, hier mit dem Wagen hier durchzukommen. Also der schleimige Matschweg mit den ganzen Flüssigkeiten drauf. Der ist überstanden. Wir sind drüber gelaufen. Und ich bin nicht vollkommen weggerutscht. Das ist gut. Guckt euch mal an, wie versifft dieser Rat hier aussieht. Der sieht richtig versifft aus. Das ist richtig geil. Krankheit. Guck mal hier. Das Wetter ist wieder viel besser geworden. Ich konnte meine Jacke und meine Pullovers ausziehen. Weil das Wetter ist wieder voll cool zu uns. Und wir laufen jetzt, weil hier ist kein Fußweg, wir laufen jetzt schon wieder so eine komische Landstraße hier durch. Guck mal hier, Mülleimer. Jetzt kann ich hier diesen überfettigten Müllsack hier entleeren. Ich habe gerade diesen ganzen fettigen Müllsack entleert und die ganzen leeren Bierflaschen hier gestellt. Guck mal Leute, wir haben hier eine Bäckeria gefunden und wir werden hier uns ein bisschen Frühstück holen. Und wir haben jetzt 14 Uhr, ist geil. Guck mal hier, das ist nicht nur eine Bäckerei, sondern auch eine Eisdiele. Ich habe Eis geholt. Guck mal, wir haben gerade Bäckerei und Eisdiele aufgegessen. Und jetzt gelaufen wir hier in diese Pizzeria rein, um da das auch aufzuessen.
So, die Pommes sind fertig und ich hatte noch nicht reingeguckt. Ich bin sehr gespannt drauf, wie viel Fett die drauf haben. Das sieht richtig geil fett aus. Ich mag das. Und jetzt wird gefressen. Guck mal, was wir gefunden haben. Flüssigkeiten, was aus den Steinen rausspritzt. Das stinkt. Ja, es riecht eigentlich gut, aber... Da ist mir was in die Nase reingespritzt. Ich werde das nochmal der ganzen... Wie heißt es nochmal? Diese leeren Flaschen hier auffüllen. Guck mal, da drüben sind Tiere mit diese komischen Hörnern dran. Und guck mal da ganz hinten, dieser Tier mit den Hörnern dran, der pinkelt rum. Der macht Urin. Ich habe euch gerade die Tiere mit den Hörnern auf dem Kopf gezeigt. Urinfarbige Blumen gefunden. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Und dann sind wir über dieser Talsperre angekommen. Guck mal hier. Wir haben diese Talsperre gefunden. So sieht das von dieser Seite aus. Und wisst ihr, was voll versüfft ist? Diese Tür ist abgeschlossen. Und guck mal, man kann da nicht raufgehen. Oder man könnte schon, aber guck mal. Guck mal hier. Diese beschissenen Gesetze und so weiter. Und ich habe keine 50.000 Euro. Aber sonst würde ich da oben drauf gehen und euch das von da oben zeigen. Wie das von da oben aussieht. So, wir haben da vorne rumgesessen und langsam, guck mal hier, Sonnenuntergang. Das heißt, bald kommt Dunkle und das ist voll scheiße, dass das hier abgesperrt ist. Und genau, deswegen gelaufen wir jetzt den gesamten Weg wieder zurück, bis nach Nordhausen. Das ist voll Zucker, dass es kalt geworden ist. Weil ich schon wieder diese nervige Jacke anziehen musste. Und dann nervt uns dieser ganze Geräusch von diesem Wagen hier. Weil dieser Gummi ab ist. Weil der die ganze Zeit auf Felge fährt. Dass der so laut ist. Ich hab voll Bock auf Gummireifen auf meinen Wagen drauf. Damit das nicht so laut ist. Weil das nervt. Das stört. Das ist richtig ekelhaft. Das ist widerlich. Das gehört weg. Wir sind eben gerade ganz viel Weg nach unten gelaufen. Und jetzt müssen wir ganz viel Waldweg hier hochlaufen. Das stört uns. Das ist richtig nervig. Aber dieses Stück ist ein richtiger Arschlochstück. Und das ist voll scheiße, das hier mit diesem Wagen hier rumzuschieben. Bei diesem komischen Weg hier vorne. Der nur hier aus Laub und nervige Äste und sowas und Matsch und sowas besteht. Leute, guck mal, wie diese dreckigen Schuhe von meinem Bruder hier aussehen. Ja, so eine Scheiße, ey. Das hat mit ganz viel Durchfallfarben dran. Das ist richtig geil. Und dann noch weiße Socken. Deswegen ziehe ich immer schwarze Socken an. Wenn ich mich eines Tages zu einem Kokon verwandle, dann und dann irgendwann ausschlüpfe, dann kommt kein Schmetterling. Und auch keine Fledermaus und auch kein Vogel oder sowas zustande, sondern ich werde eine richtige fette Motte sein, die dann fliegt und jeden Nerven tut. Die ganze Zeit gegen die Stirn fliegt und sowas. Und hier Staubwolken produziert, wenn ich gegen die Stirn von anderen gegenfliege. So Ding. Genau, ich werde die ganzen Leute dann die ganze Zeit nerven, wenn ich mich zu einer Motte verwandle. Da freue ich mich richtig drauf. Guck mal hier, wir sind hier in Nordhausen angekommen. Aber von dieser Stelle hier von Nordhausen sind das noch ungefähr 3 Kilometer, bis wir bei Arschloch angekommen sind. Das heißt, wir müssen noch etwas länger als eine halbe Stunde. laufen, bis wir bei Arschloch angekommen sind. Und deswegen laufen wir jetzt eine halbe Stunde dahin. So, wir sind jetzt bei Arschloch angekommen und jetzt erstmal ein Feierabend bzw. ein gute Nachtbier trinken. Geprost. Wir sind aufgestanden und ich wollte gerade mein Handy aufladen, weil der komplett auf Null ist. Die Sachen sind gepackt, wir sind draußen.
Und jetzt gelaufen wir zum nächsten Bahnhof. So, wir sind hier im Bahnhof angekommen und guck mal, unser Zug steht hier schon. Wir werden hier dort einsteigen.